Herzlich willkommen zur neuen Motorvlog aus Erfurt. Hallo, 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 hallo. Hier ist für mich der Trunks. Aua. Mit einem Gast dabei. Wie heißen Sie? Hi, ich bin Tonja. Tonja, hallo. Hi. Schön. Wir, total cringe. Total cringe, ja, schön. Wir sind ja fleißig am Bilder machen. Und der Trunks hat wieder seine Karre wieder. Wir sind hier in Erfurt Süd. Und wir machen jetzt den nächsten Erfurt Motovlog hier aus der wahren Hauptstadt in Thüringen. Bis gleich. Guck mal, hier seht ihr mal, wie echte Influencer arbeiten. Für den miesen Content. Oh yes, Digga. Gib's mir, komm. Und wie sieht das aus? Oh, dieses Handy ist so Schrott. Aber guck mal, sowas seht ihr dann immer auf Instagram. Krass. Geisteskrank. Gut, jetzt aber bis gleich. So, Jungs und Mädels, jetzt geht's ab in die City. Fertig mit Bilder machen. Fertig mit Nerven und fertig mit Pinkeln. Oh, Alter, fast weggerutscht. Jetzt fahren wir mit den zwei Süßen hier zur nächsten Station, Güterbahnhof. Hier ist das fette Zentral, Alter. Hier wird fett abgedanced. Nur leider für uns nicht. Denn wir haben genug im Leben gesoffen und müssen morgen wieder weiter am Moped fahren und Content machen, Alter. Und da brettern sie davon. Das sind die typischen Supersportler. Immer nur am Brettern. Deswegen habe ich mir die Süße geholt, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, die ganze Zeit Vollgas zu geben. Ne, schön, Fabian. Gell? Ihr seid live dabei. Was ihr nicht wisst, die zwei vorne sind mit einem Sena mit mir verbunden, aber leider könnt ihr die noch nicht hören, weil wir ja zu faul waren und diese Kabelei noch nicht umgestellt haben. Dann die Rentner verärgern. Böse, böse, böse. Naja, aber wie gesagt, die beleidigen mich hier im Hintergrund im Sena und das kriegt ihr ja nicht mit, weil ich gerade so süß über die Supersportlerfahrer abgelästert habe. Übrigens waren wir vorhin in Riednordhausen in Nordzen und haben... Warte mal. Oh Gott. Bumm. Bumm. Da wär's passiert. Das wird ein Real. Jo, auf jeden Fall, wir waren heute Riednordhausen. Fette Simson-Ausfahrt gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Wenn nicht, schaut vorbei. Oh, ist schon wieder rot. Diese miese Stadt. Aber bei der Simson-Ausfahrt sind wir auch die ganze Zeit nur 20-30 km/h gefahren. Klar, am Anfang haben es zwei, drei Leute gelegt. Ach ja, aber es hat trotzdem Bock gemacht. Na, ihr zwei, ja? Na, da war leider keiner dabei, also Mr. Chunks da hinten, der Blue Man. Das ist Jimmy Glitchy. Jimmy, der Glitchy, der Klebrige. Blue Man. Ja. So, heute ist wieder einfach sinnlos darauf losgelabert. Die alle rennen hier in die Clubs und wir fahren mit dem Moped durch die Stadt. Digga, das ist doch der Lifestyle, Alter. Und ich frag die Leute gerade so ab, das ist so eine Schlaber. Und das muss ich auch wieder rauspiepsen, weil sonst YouTube nicht monetarisiert. Und ich mir das blöde Hobby sonst nicht leisten kann mit diesem Müll. Aufpassen, oh Gott, dass man sich hier nicht auf die Fresse legt. Und jetzt gleich rechts hoch. Oh, ist das laut. Warte mal, hier machen wir geile Bilder, okay? Stell die Karren mal ab. So, jetzt fahren wir mal hier hoch. Mal gucken, oh Gott, hier ist überall Glas. Das war eine dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Oh Gott. Wenn das kein gutes Bild wird hier oben, dann weiß ich auch nicht. So, ab zum nächsten Fotospot. Dieses miese Influencer-Dasein. Guckt euch die Leute an. Haben alle einen am Schuss. Ne, Fabian? Hallo, mein Guter. So, jetzt ab wieder. Ab durch die Hecke, Jungs und Mädels. Oh, wenn hier gleich die ganzen Clubbesitzer rauskommen. Oh nein. Oh, jetzt. Kopf runter. Jawohl. Oh, hier ist überall Glas. Ich dreh durch. Oh Gott. Oh, bitte. Bitte, lieber Gott. Runks. Zieh die Kurve. Oh nein, Glas. Überall Glas. Oh, da wird es mir ganz anders. So, guckt mal. Hier sind die zwei. Die zwei Guten. Ach, sieht das toll aus, hä? Schaut mal, Jungs und Mädels, hier ist das Kalif Storch. Oh, hier war ich auch einmal so hackedicht. Das will ich nie wieder erleben. Macht das ja nicht. Kein Alkohol. Oh, hier, das, guck mal, das sieht doch schon tausendmal besser aus hier. Hier kann man doch ein geiles Bild machen. So, jetzt werden wir ein bisschen auf Fritz Meinecke angelehnt Videomaterial machen. So, ich gehe jetzt diese Morschleiter hoch. Das durfte niemals nachmachen. Ja, machen, Jungs und Mädels. So, wir gehen jetzt hier hoch. Nur um für ein Bild. Alter, hier wackelt alles.
Oh mein Gott, die ganze Leiter wackelt. Hoch auf die Dächer von Erfurt. So. Da ist der miese Chunks. Machst du ein Bild? Wie sieht das aus? Digga, das muss jetzt was werden, gell? Digga, ich habe Angst, dass es einbricht. Geschafft. Woo. Digga, da oben war es höher als es aussieht. Klappt mal gar nicht. So, weiter geht's. Erfurt City, meine lieben Freunde. Oh mein Gott. Oh, seid ihr blöd. Ihr habt doch die fetten Maschinen. Warum zieht ihr nicht mit rüber? Jetzt habe ich die verloren. Hauptsache fette Supersportler fahren, aber nicht aus dem Tritt kommen. Es wird Zeit, dass wir diese Dual-Vlog-Geschichte hinkriegen, weil das ist wirklich abartig, nur alleine zu quatschen. Ne? Schön. Motorradfahren ist aber auch das geilste Hobby, was es gibt. Da kommt der Löschzug. Oh nein, und die Sonne blendet. Oh, hallo. Oh nein. Geil, Junge. Das ist typisch Ostdeutschland, dass sie auch auf der Gegenüber... Na komm. Hier so ein Bild, das sieht, oh, sieht vielleicht ganz schick aus, so. Das sieht vielleicht ganz geil aus, ne? Ja, schön. Schön, du. Oh nein, die Sonne blendet mir ins Gesicht. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Hilfe, bitte. Kommt es doch irgendjemand entgegen? Ein Fahrradfahrer. Oh nein. Drei Fahrradfahrer. Aber wir sind schneller. Haha. Wir fahren jetzt weiter zur Messe. Da kann man auch übel krasse Bilder zaubern. Die Jungs und Mädels, die aus Erfurt kommen, werdet ihr dann auf Instagram sehen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ordentlich reinkommen. Der Chunks ist hinten, klebt mir am Arsch und weiter geht's. Wie gesagt, wir sind heute ein bisschen K.O. nach der Simpson-Ausfahrt. Das war echt krass. Alle mit 30, 40 km/h rumgetuckert, alle nah beieinander. Aber ihr werdet es ja in den Simpson-Videos sehen. Hat auf jeden Fall übel Bock gemacht und ich sag nur eins. Alter, das Motorradfahren macht heute schon wieder so viel Laune. Es ist einfach das geilste Hobby, was es gibt. Also schwingt euch aufs Bike und fahrt sicher und habt Spaß, meine lieben Freunde. In dem Sinne. Das ist der Chunks, der wieder denkt, er muss seine Griffel nicht an Lenkrad machen, weil er eine Ducati fährt. Ne? Typisch, ne? Und jetzt kommt der Blitzer. Klatsch. Oh, geil. Sieht das schick aus. Das ist Moped Lifestyle. Geil, Junge. Oh nein. Oh nein. Mir ist irgendwas in die Fresse geflogen. Oh nein, Dicker. Oh, ich muss mal rechts hoch. Mir ist irgendwas in die Fresse geflogen. Oh Gott. Oh nein. Voll ins Auge rein. Oh Mann. Da habe ich schon eine Crossbrille auf. Ich mache einfach das eine Auge zu. Das sollte jetzt auch funktionieren. Ich habe jetzt nichts gesehen. Wahrscheinlich war es wieder irgendeine Fussel vom Mikrofon. Ach man, diesen Blüsch vorne, dass ich hier nicht so rumschmatze und ihr nicht immer das ganze Zeit dieses Geschmatze hört. Ah! Oh, so Jungs und Mädels, das war's wohl hier mit geilen Bildern machen, weil da hinten ist die Treppe und die ist aber jetzt gesperrt, aber das ist da und sieht so geil aus hier oben. Oh, jetzt kommt der erste Fahrradfahrer, der uns jetzt gleich sowas von beleidigt. Sie dürfen hier nicht parken. Doch. Ich fahre eine KTM, ich darf überall stehen. Und vor allem Ducati, Junge. Aber ich bin so durch, das merkt ihr richtig. Es wird schon dunkel, war gerade übel geiler Sonnenuntergang, habt ihr ja gesehen. Und jetzt fahren wir in die Stadt nochmal. Und dann geht es schon Richtung Heimweg, weil wir morgen fahren wir in Kyffhäuser. Zum letzten Mal für die Saison. Und was macht Mr. Chunks? Hat der wohl jetzt auch was im Visier? Ach. Naja, wir fahren schon mal los. Ja, morgen geht es nochmal in Kyffhäuser mit dem lieben Chunks. Da werden wir auch gucken, dass wir das mit dem Dual-Vlog hinbekommen. Auf ganz entspannt. Und dann hört ihr den guten Herren auch reden. Jetzt geht es, wie gesagt, wieder in Erfurt City rein. Und die Jungs und Mädels, die bei dieser Nordsee-Ausfahrt dabei waren, hat so Bock gemacht, Alter. Ich schwör's euch, guckt euch das Video an. Oder wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Da unten seht ihr schon leicht den Domplatz, den, ja gut, der ist aber gerade nicht beleuchtet. Hier oben ist übrigens wieder irgendwie Pyro-Show.
stand drauf, wo wir gerade das Bild machen wollten. Aber ja, da gehen wir heute nicht hin. Da waren wir noch nicht. Wart ihr schon mal auf so einer Pyroshow? Ist bestimmt mega geil. Aber wir sind hier mit den Bikes unterwegs. Wie gesagt, Content abdrehen. Ein bisschen fahren noch. Ein bisschen ausklingen lassen heute Abend. Jetzt geht's nach rechts. Und morgen geht's dann wieder auf die Piste. Hier haben sie die Gebäude auch wieder neu hingezimmert. Junge, die bauen Erfurt auch richtig aus. Aber ist auch gut so. Wir fahren jetzt zu einem anderen Geheimspot in Erfurt. Das ist auch eine mega geile Location, werdet ihr gleich sehen. Da könnt ihr auch mit auf Mopeds ein paar Bilder machen. Aber natürlich, ne, schieben meine Guten und nicht fahren. So einen Transporter brauchen wir auch von Iveco, wo wir unsere Kernhütten reinstellen und einfach in irgendwelche geilen Länder fahren. Das ist der Traum, ey. Nur noch auf Reisen sein mit dem Motorrad. Wenn ihr das jeden Tag machen könntest, das ist so ein Traumleben, oder Jungs und Mädels? Ah, hier links ist der Blitzer versteckt. Der gute alte Panzerblitzer. Na, du kleines Elendes. Jetzt kommt der hier Equalizer 3 oder wie man das ausspricht im Kino. Da habe ich auch übel Bock. Da können wir von mir aus zusammen rein. Jungs und Mädels, schreibt mal rein, wer da drin war, ob das zu empfehlen ist. Ich habe da übel Bock drauf. Kino ist eh immer was ganz anderes als daheim gucken. Das ist so geil im Kino. Und da gehe ich mit dem Chunks mal rein in Equalizer 3. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Übrigens, Jungs und Mädels, hier drüben ist ein leckeres Restaurant, wo ich letztens leider ein bisschen über die Gürtellinie gegangen bin. Mit einer Aussage, das war nicht persönlich gemeint. Geht da gerne mal essen, Alter. Das ist, schmeckt da geil. Ich war da selber schon mal. Gibt es auch All You Can Eat. Mega krass. Also, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich hier so im Internet von mir gebe. Ist natürlich immer nicht böse gemeint und mit Humor. Ja, und manches ist auch unter der Gürtellinie, dafür entschuldige ich mich, beziehungsweise bitte ich natürlich um Entschuldigung. Das war nicht so gemeint, wer das mitbekommen hat. Ja, das ist mir auch letztens mit Chunks aufgefallen, ist echt verrückt. Langsam haben wir, sag ich mal, so eine Reichweite, es hört sich ein bisschen behindert an und egoistisch, aber langsam kommt sofort Resonanz, ne, wenn man was hochlädt. Früher war das, sag ich mal, ein bisschen Schnuppe. Da haben 10 Leute das Bild geliked und heute ist halt schon ein bisschen anders, wenn dann 10.000 Leute von euch unsere Videos angucken. Müssen wir uns aber auch erstmal dran gewöhnen. Und sind hier irgendwelche Skaterboys? Ja, hier links oben ist dieser krasse Spot. Ihr seht, die Nacht ist eingebrochen. Ey, wie krass es jetzt schon wieder so schnell dunkel wird. Das ist wirklich wahnsinnig. Der Sommer hat noch nicht mal angefangen, jetzt geht der Fort schon wieder los. Jetzt habe ich ein bisschen Ohrwurm. Aperole im Glas. Ich komme in volle Fahrt, wirkt zwar ein bisschen planlos, aber ist egal. Dein Lächeln, Baby. Oh, ich kann es nicht mehr. Bitte halten Sie den Mund. Oh nein. Hä? Es ist grün. Es ist grün, meine lieben Freunde. Bitte schleichen Sie doch nicht so. So, unser Ziel ist jetzt, Richtung Aral zu fahren. Das ist in Erfurt Nord. Da kann man eigentlich auch mal geile Bilder moin machen. Und werden wir das letzte Bild für heute zaubern. Heute war so ein bisschen Bilder, Motovlog, aber was soll's. Ja, wie gesagt, wenn der Chunks sein Dual-Vlog-System eingerichtet hat, dann geht's ja wirklich steil. Dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Jetzt werden wir nochmal Richtung Aral düsen und den letzten Akku leer saugen von unseren GoPros, weil die ziehen brutal, weil wir hier in dieser Hyperview-Geschichte aufnehmen auf 4 oder 5K. Aber das sieht irgendwie natürlich ein bisschen geiler aus. Ich weiß nicht, wie Curly das hinkriegt. Der hat wahrscheinlich diese Geschichte noch weiter unten am Helm. Und der nimmt mit einer normalen Kameraeinstellung auf. Das heißt, es ist auch weniger Datenverbrauch und weniger Energie nötig vom Akku. Aber wir machen das auf Hyperview, weil ihr das Cockpit hier seht, sage ich mal. Und halt noch den Horizont. Würde ich das anders machen, würdet ihr nur die Karre sehen, aber den Horizont nicht mehr. Da filmt man die ganze Zeit auf der Straße und genau ist es umgedreht. Dann filmst du nur nach oben, aber siehst das Motorrad nicht. Das sieht natürlich auch aus wie auch bei Google Earth. Ne, mein lieber Freund, das ist mein allergutster hier, mein bester Freund. Seit der Grundschule kenne ich den Heini. Also wahre Freundschaft ist wirklich nicht zu übertreffen, Jungs und Mädels. Wenn ihr einen besten Freund, beste Freundin habt, haltet die fest. Und es gibt nichts Besseres im Leben, als einen besten Freund zu haben. Man braucht keine 10 Kumpels oder 20 Kumpels, die gehen eh alle weg. Ein bester Freund ist das Wahre. Überall die Kiddies hier auf den Straßen gehen wahrscheinlich alle schön im Musikpark rammeln, ja. Der Chunk sagt, Musikpark.
schön mit der Bimmelbahn. Ja, warte mal, ich glaube, hier kommt gleich so eine Einbuchtung. Ich sehe aber nichts durch das dunkle Visier. Oh ja, hier ist er. Oh, oh Gott. Magdeburger Allee, Junge. Hier gibt es immer Schießereien. Da gibt es so geile Erfurt-Memes. Die verschiedenen Viertel in Erfurt, wie die sich anhören, laut Musik. Irgendwie in den reichen Vierteln kommt so Klassikmusik. Und hier Magdeburger Allee, Erfurt Nord, nur Schießerei, Polizei und übelster Ghetto-Sound. Aber egal. Das hat auch was für sich. Das ist auch cool. Und kostet auch nicht so viel Kohle, wie in der Stadt zu leben. Wir kommen ja eh vom Dorf, Digga. Dorf. Dorfkinder. Oder das Dorfkindleben ist eh schöner. Aber wenn du dann irgendwann mal aussiehst, dann merkst du, wie teuer das eigentlich ist, auf dem Dorf zu leben. In einem schönen Einfamilienhaus, ne? Ist was anderes. Als sich dann in der Stadt eine Butze zu holen, ist auch cool, aber da gehst du einen halben Monat nur für die Bude arbeiten. Das ist halt, ach ja. Es dreht sich alles ums Geld hier im Leben. Deswegen seid fleißig, gebt nicht so viel Cola für irgendeinen Müll aus. Das haben Chunks und ich genug gemacht. Jetzt stehen wir da, fahren zwar fette Kerner, aber abbezahlt sind die noch lange nicht und das ist eigentlich ziemlich traurig. Aber der Traum muss weitergehen und es geht nur noch voran. Und danke nochmal an alle von euch für den ganzen Support, die ganze Liebe. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, das ist eigentlich ein guter Abschied hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Haltet durch, zeigt Herz, fahrt sicher und habt Spaß am Moped fahren. In dem Sinne, komm her, mein lieber Chunks, link eine mal in die Kamera. Tschüssi Brudi, tschüss meine Liebsten, lasst gerne ein Abo da, das würde uns sehr unterstützen hier auf dem Kanal. Und bis denne, ciao.